Krankheiten, die man eigentlich dachte besiegt zu haben, tauchen plötzlich wieder auf und zwar gefährlicher denn je und das trotz Impfung. Viren, die eigentlich an einem Gleichgewicht mit ihrem Wirt interessiert sind, um sich selbst so am besten auszubreiten, werden plötzlich zu gnadenlosen Killern. Verschaffen wir uns mit Impfung also gerade nur ein paar Jahre Ruhe vor alten Feinden, verlieren wir mit ihrer Wirksamkeit die wichtigste Waffe der Medizin und was tun Experten und Expertinnen gegen diesen gefährlichen Trend? Das alles und noch viel mehr jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Mittlerweile wird schon der dritte Impfstoff gegen den sogenannten Marek-Virus eingesetzt, dem Killer ganzer Hühnerhöfe. Das Virus hat bereits 2 Generationen an Impfstoffen überwunden und das ist kein Einzelfall, sondern ein fataler Trend in der Medizin. In den 60er Jahren wurde der erste Impfstoff gegen die Marek-Viren eingeführt, 20 Jahre später waren sie zurück und töteten auch die geimpften Hühner. Ein weiterer Impfstoff kam auf den Markt, 10 Jahre später waren wieder neue Viren da und der Impfstoff machtlos. Mittlerweile ist man beim Impfstoff Nummer 3 angelangt, denn die Marek-Viren schaffen es immer wieder, die Impfstoffe auszutricksen und Forschungsteams sind ratlos, wie das passiert. Festhalten kann man nur, die Viren werden immer besser, die Impfstoffe leider nicht. Dazu der Virologe Jakob Trimpert von der Uni Berlin. Dieses Virus hat schon ein paar Impfstoffgenerationen überwunden. Wir möchten verstehen, warum es das so mühelos schafft und wie man verhindern könnte, dass es dabei immer gefährlicher wird. Wenn das Marek-Virus zuschlägt, überlebt nur jedes 5. Hähnchen. Ställe sind wie leergefegt und die Bauern machtlos. Und es ist besonders tückisch, denn das Virus befällt ausgerechnet die Zellen, die es beseitigen sollen, die Immunzellen. Die Viren schleusen ihre eigene DNA in die Zelle und vervielfältigen ihr eigenes Genmaterial so oft, bis das Immunsystem des Huhns zusammenbricht. Das Fatale daran, die aktuellen Erreger sind gefährlicher und aggressiver als diejenigen, die 1907 erstmalig beschrieben wurden. Gilt das etwa auch für andere Viren oder Bakterien, die erst durch die Impfungen besser werden? Gilt das auch für Erreger, die Menschen infizieren? Impfexperten und Expertinnen sind ratlos, denn sie fürchten fatale Folgen. Impfgegner könnten sich darauf stürzen und die Impfraten, die derzeit sowieso auf sehr niedrigem Niveau sind, weiter in den Keller stürzen lassen. Dazu Virologe Markus Trimpert. Auf jeden Fall ist das Marek-Virus ein Beispiel für eine ungewöhnlich rasante Evolution und die Impfung ist höchstwahrscheinlich der Motor seiner Entwicklung. In seinen Studien erstellte er eine Evolutionskarte, in der er das Erbgut der Viren von 1940 bis heute aufschlüsselt. Auffällig dabei, die aktuell kursierenden Stämme zeigen eine extrem hohe Verwandlungsaktivität und zwar bei den Transkriptionsfaktoren. Steuereinheiten quasi, die die Weichen im Hühnerstoffwechsel so stellen, dass das Virus sich vermehren kann. Immer wenn ein neuer Impfstoff eingeführt wird, tauchen genau von diesen Steuereinheiten neue, effektivere Varianten auf. Und gegen diese können dann auch Antikörper nichts mehr ausrichten. Ein riesiges Problem, das man bei der Impfstoffentwicklung so bislang noch nicht im Blick hatte. Dazu der US-Forscher Andrew Reid. Irgendwie gingen immer alle davon aus, dass Evolution bei Impfungen keine Rolle spielt. Tja, tut sie aber. Und heute sind wir alle live dabei beim größten Experiment, das die Evolutionsforschung je veranstaltet hat. Denn bislang stand bei der Impfstoffentwicklung immer der sogenannte Immobilisierungstest im Mittelpunkt der Forschung. Bindet das gebildete Antikörper nach der Impfung fest genug an das Oberflächenmolekül des Krankheitserregers und markiert den Eindringling so? Dabei spielte in den Köpfen der Forschungsteams bislang keine Rolle, ob ein Erreger in der Lage ist, dieses Markierungssystem auszutricksen. Manche Experten und Expertinnen sehen das als Hinweis, denn Impfstoffe von früher zielten auf Erreger wie Pocken oder Masern, die man eben nur einmal im Leben haben kann. Diese Viren sind wohl nicht spezialisiert darauf, die Immunabwehr von Lebewesen zu umgehen und umso aggressiver zurückzukehren. Hier gilt also weiterhin, wer diese Krankheiten einmal hatte und überlebt, ist ein Leben lang immun. Genauso wie diejenigen, die geimpft sind. Also, das muss man differenziert betrachten. Das ist also nicht Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern. Doch ein Fazit, das man aus der aktuellen Lage ziehen kann, ist wohl, dass nicht alle Infektionen für Impfungen geeignet sind. Das gilt für diejenigen Viren, die Strategien entwickeln können, die Antikörper auszutricksen und dann ein zweites Mal aggressiver angreifen. Darunter zählen auch Impfungen, die Menschen betreffen. Beispielsweise haben sich Hepatitis B-Viren und auch die Pneumokokkenbakterien seit der Zulassung der Impfung vor etwa
20 Jahren entwickelt. Die südostasiatischen Mutanten der Hepatitis B-Viren können auch Geimpfte anstecken und verursachen häufiger Leberkrebs als die ursprüngliche Virusvariante. Dennoch betonen Forschungsteams eindringlich, dass es kein generelles Problem mit Impfungen gibt. Dazu Andrew Reed: Wir haben ein Problem bei den Erregern, die mit dem Immunsystem interagieren können. Es gibt immer mehr Erreger, die auf die Impfungen mit Anpassungen reagieren. Und es bleibt dabei. Also ganz wichtig, Impfungen sind die einzige mögliche Vorsorge gegen lebensgefährliche Krankheiten. Nach Meinung des Experten müsse den Viren die Chance auf Evolution genommen werden, beispielsweise durch hohe Impfraten. Aber auch ein Überwachungssystem, das nach impfresistenten Stämmen sucht, wäre denkbar. Andere Forschungsteams sehen eine Möglichkeit in der Entwicklung von Reserveimpfstoffen, die man einsetzen könnte, wenn es zu neuen Ausbrüchen kommt. Denn es gilt, normalerweise haben Viren niemals das Ziel, tödlich zu sein, denn sie sind ja auf ihren Wirt angewiesen, um sich auszubreiten. Besonders aggressive Erreger hatten bei diesen Spielregeln also einen enormen Wettbewerbsnachteil. Doch genau das verkehrt sich jetzt ins Gegenteil. Wer besonders schädlich ist, gewinnt, schafft es besonders schnell in die Wirtszelle und kann sich am besten ausbreiten, unter der Voraussetzung, dass der Wirtsorganismus geimpft ist. Wenn die Viren aber auf Ungeimpfte treffen, werden sie zu gnadenlosen Killern. So, jetzt gibt's ein Geschenk für euch. Vielen Dank an Technology Review in Zusammenarbeit mit der Redaktion dieser ziemlich coolen Zeitschrift ist dieses Video entstanden und exklusiv für Klicksum-Zuschauerinnen und Zuschauer habe ich jetzt ein Geschenk. Ihr bekommt nämlich eine Ausgabe gratis, wenn ihr auf diesen Link klickt. Das lohnt sich absolut. Es ist eine super Zeitschrift. Ja, und auf jeden Fall Klicksum natürlich abonnieren. Das geht hier. Glocke nicht vergessen. Und hier geht's weiter. Dafür auch draufklicken. So fühlt es sich an zu sterben. Bis dann. Bleibt dran.